Bevor das Video startet, bitte ich euch einmal in die Videobeschreibung zu gehen und unseren Discord-Server für die Community beizutreten. Denn wenn ihr Fragen rund um Beta, Motorrad oder sonstiges habt, dann seid ihr da super aufgehoben. Wir haben sehr, sehr liebe Leute, die euch weiterhelfen. Und für die Community ist da auch ordentlich was bei. Und herzlich willkommen zum zweiten Part für Tipps für euren Führerschein. Und heute geht es um, wie ihr euch am besten für die Praxisprüfung vorbereitet. Okay. Was der Prüfer mich so gefragt hat, was er euch fragen könnte und ja, wie ihr euch einfach am besten vorbereitet. Und dazu fahren wir direkt einfach mal zum TÜV, denn eure Prüfung beginnt so, dass ihr zum TÜV müsst, meistens zumindest. Manchmal kommt der TÜV auch zur Fahrschule. Und da beginnt dann eure Praxisprüfung. Was auf jeden Fall wichtig ist, sonst dürft ihr gar nicht zur Prüfung antreten, nehmt euren Personalausweis mit. Wenn ihr kein Perso mit habt, dann dürft ihr auch nicht zur Prüfung antreten. Der TÜV-Prüfer checkt einmal vorher eure Identität, bevor ihr überhaupt loslegen könnt mit der Prüfung. Und dafür ist es wichtig, dass ihr euren Personalausweis dabei habt. So, und dann wartet ihr hier, sitzt ihr hier, wartet, bis euer TÜV-Prüfer rauskommt. Der kommt dann wahrscheinlich da aus der Tür raus. Und dann kommt er irgendwann raus und sagt mir so, hier, Herr, bitte. Dann steht ihr auf. Okay, let's go. Geht hin. Sag, Bruder. Halt einmal. Okay, Spaß beiseite. Ihr sagt natürlich freundlich Hallo. Also, ich bin das. Und dann sagt der TÜV-Prüfer zu, ja, kommen Sie mal mit. Lassen wir uns mal zu Ihrem Fahrzeug hingehen. In der Zwischenzeit holt ihr schon mal euren Ausweis raus. Dann checkt der Prüfer einmal euren Ausweis, ob ihr das auch seid. Und bevor ihr losfahren könnt, sagt der Prüfer so. Jetzt habe ich mal ein paar theoretische Fragen. Ich hoffe, Sie sind gut vorbereitet auf das Moped. Und dann wird der Prüfer euch so Sachen fragen wie, darf man Bremsflüssigkeit selber nachfüllen? Darf man Kühlflüssigkeit nachfüllen? Überprüfen Sie die Kühlflüssigkeit. Wie viel Reifenprofil darf man noch haben? Testen Sie, ob das Bremslicht funktioniert. Testen Sie, ob die Bremse funktioniert. In meiner Prüfung war das so, muss ein Motorrad einen Reflektor haben oder so. Testen Sie, ob die Reflektoren da sind. So. Denn wir wissen, ein Motorrad muss einmal hinten einen Reflektor haben. Und das war's eigentlich. Aber wenn dem Prüfer mehr erzählt, als er wissen will, dann werdet ihr schneller aus dem Kram rauskommen, weil ihr dem Prüfer den Eindruck vermitteln müsst, ihr wisst Bescheid und ihr könnt nicht durchfallen. Wenn ihr dem Prüfer diesen Eindruck vermittelt, dann fragt ihr euch nur ein, zwei Fragen und ihr seid da durch. Bei mir war das in dem Fall dementsprechend diese Reflektorengeschichte und dann habe ich nicht nur gesagt, was er eigentlich hören wollte, jo, da ist der Reflektor, funktioniert, sondern habe auch noch gesagt, bei neueren Motoren Euro 4, Euro 5 müssen auch Reflektoren vorne oder sind meistens Reflektoren vorne an der Gabel oder hier so dran. Und das hat ihn sehr gefreut, dass ich das wusste, auch mit Euro-Kennzeichnungen und so weiter. Und dann war es halt einfach Fakt, dass hier ich schneller aus der Prüfung rausgekommen bin. Dann wurde ich noch gefragt, jo, wir wollen ja gleich losfahren, testen Sie mal bitte, ob die Bremse ordnungsgemäß funktioniert. Und das habe ich einfach so gemacht. Ich wusste da ehrlich gesagt nicht, was ich da machen soll. Ich bin aus dem Moped gestiegen, bin vorgerollt und habe einmal gebremst und habe gesagt, jo Bruder, funktioniert. Euer Fahrschulmotorrad wird wahrscheinlich eine Zündung haben. Und was ganz oft in den Prüfungen gefragt wird, testen Sie, ob das Bremslicht funktioniert. Dann haltet ihr einfach eure Hand so dahinter, macht die Zündung natürlich an, dreht einmal die Hinterradbremse, guckt, ob es auf eure Hand leuchtet. Und das gleiche macht ihr einmal mit der Vorderradbremse. Einmal ziehen, gucken, ob es auf die Hand leuchtet. Und dann könnt ihr sagen, jo, funktioniert. Oder ihr nehmt eure Fahrlehrerin oder euren Fahrlehrer, sagt, stell dich mal da hinten hin. Ich drück mal kurz und guck mal, ob die Bremse funktioniert. Das könnt ihr auch machen. Genau, das sind so ein paar Sachen. Wichtig ist, Bremsflüssigkeit darf man nicht selber nachfüllen, falls er fragt. Kühlflüssigkeit darf man selber nachfüllen. Genau. Dann geht's los und direkt das Erste, was ihr macht, ist, ihr macht erstmal die Grundfahraufgaben. Wie das abläuft, erzähle ich euch jetzt mal gleich. Wir fahren da mal hin, wo ich meine Prüfung hatte und wo in Heide die Prüfungen sind. Und dann zeige ich euch das einfach mal. So, sind wir hier hinten an der Strecke angekommen, wo normal die Grundfahraufgaben sind. Und eure Fahrlehrer wollt jetzt Hütchen mithaben. Es gibt zwei Arten von Übungen, einmal die Ausweichübungen und einmal die Slalomübungen. Wir machen einmal flottig die Slalomübungen.
denn die sind ganz, ganz easy zu erklären. Ich habe leider keine Hütchen, deswegen habe ich mir einfach mal Bremsenreinigerflaschen mitgenommen. Mal einen schnellen Slalom und einen langsamen Slalom fahren. Den langsamen Slalom macht ihr so mit 8 km/h und da stehen die Hütchen sehr weit auseinander. Und einmal den schnellen Slalom. Ich baue einmal den langsamen Slalom auf. Ich glaube, das war irgendwie so. 1, 2, irgendwie so war das. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau das Maß ist oder wie da die Richtlinien sind. Aber auf jeden Fall. Ach, scheiß drauf, Digga. Auf jeden Fall ging das so irgendwie. Stellt euch dann hier hin. Natürlich mit Blinker rechts erstmal. Blinker rechts, hier warten. Und wenn der Prüfer sagt, jo, losfahren. Dann Blinker links, Spiegel Schulter, losfahren. Und den könnt ihr entweder von links oder von rechts nehmen. Und dann wirklich erster Gang, 6, 7 km/h. Kupplung schleifend, Hinterradbremse, Gas. Und dann schön weit an den Hütchen ranfahren. Aber ihr dürft sie natürlich nicht umschmeißen. Und dann nehmt ihr sie euren Slalom. Zack. Ihr dürft nicht umschmeißen und nicht den Fuß absetzen. Und das war's schon. Und dann könnte nochmal kommen. Dann könnte nochmal Folgendes kommen. Und zwar der schnelle Slalom mit 30. Mit 30 km/h. Der LKW war eben noch nicht an. Der schnelle Slalom mit 30 km/h. Zack. Baue ich auch mal kurz auf. Den nehmt ihr einfach mit 20 km/h. Müsst ihr ein bisschen schneller fahren. Zweiter Gang. Zack, zack, zack. Und dann habt ihr es auch gemacht. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit. Und zwar sind das einmal die Ausweichübungen. Dafür stellt ihr euch vor, wir stellen hier mal zwei Dinge hin. Da stellt hier ein ausscherendes Fahrzeug hin. Hin, Digga, was für hin, Digga? Und das ist auch extrem easy, diese Übung. Und zwar tut ihr so, als wenn die zwei gerade ausschert, unbedacht. Und ihr fahrt hier so an mit 50 km/h oder so. Denkt, scheiße, Kupplung ziehen, runterbremsen auf 30, ausweichen, fertig. Das ist einmal die Möglichkeit. Es gibt noch die andere Möglichkeit. Kupplung runter, jetzt war ja Kupplung ziehen, runterbremsen. Es gibt noch einmal die Möglichkeit 50 km/h. Und ihr zieht nur die Kupplung und weicht einmal aus. Das könnt ihr auch machen. Das sagt euch aber euer Fahrprüfer. Und dann gibt es im Grunde nur noch eine einzige Übung und das ist die Bremsübung. Ihr fahrt hin, euer Lehrer stellt euch wieder dahin oder stellt der Poller hin und sagt, yo, mach mal bitte die Bremsübung. Ihr fahrt wieder hin, 50 km/h sind das, glaube ich. Und ihr müsst genau beim Lehrer stehen bleiben. So, zack, voll rein lang, scheiß drauf und einfach Handgas zweimal rum. Genau das sind die Übungen, die ich so kenne. Solltet ihr irgendwie andere Übungen noch kennen, dann sagt das mal gerne oder schreibt das mal gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall, wenn ihr das soweit übt und ein eigenes Moped vielleicht schon habt oder mit einem Kumpel das üben kann, der vielleicht ein Moped hat, dann seid ihr echt schon sehr, sehr gut auf die Prüfung vorbereitet. Und ich sag's euch so, wie es ist. Das Schwierigste ist einfach, für mich war es der langsame Slalom mit 8 km/h und Kupplung, den echt üben. Der war für mich echt schwierig und da habe ich in der Fahrprüfung echt Struggle gehabt. Das andere, Digga, das andere ist easy. Das macht ihr easy. Ich weiß das, weil ihr eine geile Community seid und auch gute Mopedfahrer seid. Das kriegt ihr hin, wenn ihr jetzt eure Prüfung demnächst habt. Ich wünsche euch viel, viel Glück und ich hoffe, ihr schafft das und könnt dann den geilsten Sommer eures Lebens verbringen. Mit eurer 125er oder mit eurem neuen A2-Schein vielleicht sogar. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Macht's gut, bis dann und Heide, Jalla!